Das Denken erschafft Probleme, die ohne das Denken nicht vorhanden sind. Glaubenssystem. Das Glaubenssystem, ganz vereinfacht, dass das, was du siehst, dass du das nicht bist, sondern das, was du hier spürst, erzeugt das Ich-Gefühl. So verwendet irgendwas dich, um Trennung zu erfahren. Denn wo ein Ich ist, ist Trennung. Um die Erfahrung von Trennung, getrenntem Sein zu erleben, braucht es dieses Glaubenssystem, dass du was anderes bist als das, was du siehst. Dass es da eine Trennung gibt zwischen dir und dem, was du da wahrnimmst. Was ich da wahrnehme, kann ich gar nicht so sagen, weil es ist ja gut möglich, dass ich schon etwas Wahrgenommenes ist. Ein Objekt des Wissens. Ich, der Haken, an dem sich meine Geschichte aufhängt. Ja und? Macht ja nichts. Und diesem Programm, diesem Glaubenssystem könnte ich jetzt die ganze Schuld zuweisen und sagen, nur dadurch, dass das installiert wurde, dass sich etwas getrennt von der Umwelt, von dem erleben kann, was da ist, kann der ganze Wahnsinn stattfinden. Es wird nicht gespürt. Oh, wenn ich die Welt umbringe, dann bringe ich mich auch um, weil der Körper ist ja ein Teil von der Welt. Wenn ich den Fluss vergifte, vergifte ich auch diesen Körper. Wenn ich meinen Nächsten töte, töte ich auch mich. Etwas in mir. Naja, alles konzeptuell. Hört sich aber gut an, ja. Ja. Und es gibt ja ganz viele Wege, um auch wieder diese Trennung auflösen zu wollen. Sex, Alkohol trinken, feste Arbeiten, sich in der Arbeit verlieren, sich verlieben, sich wegmeditieren wollen, Extremsport machen, alles Mögliche, einen Film anschauen. Immer dann, schwupp, auf einmal vergisst man es wieder und ist mit dem, was man sieht oder was man macht, auf einmal ist man das, was dann da passiert. Und nicht mehr einer, der dann das erlebt, was hier für ihn passiert. Also ist das Ich eine Funktion. Eine Ich-Funktion. Die Ich-Funktion. Die Ich-Funktion dient dem Ganzen, um sich selbst als ein getrennter Teil in sich selbst wahrnehmen zu können. Was kannst du wieder sagen? Dem Ganzen ist es wurscht, ob die Menschheit ausstirbt und die Arten dahin sind oder so weiter. Das sind ja zeitliche Vorgänge von. Wahrscheinlich nicht mal ein Augenzwinkern vom Absoluten, die ganze Menschheitsgeschichte oder die Erdengeschichte. Und die Erde ist ja nur ein kleiner Pups in diesem Universum, in dem es noch viel größere Pupse gibt. Ja, aber es ist ja auch faszinierend, dass mit diesem Trennungsgefühl dann so eine Wichtigkeit eintritt. Oh, es geht um mein Leben, es geht um unsere Welt. Die Arten, irgendwas.
Ja, hat seine Berechtigung. Ja. Und lustig ist auch, dass das glaubt, dieses kleine Ding da, was sich selbst als getrennt von der Umwelt erlebt oder von was auch immer. Das muss sich ja immer unterscheiden können, weil in dem Moment, wo du dich nicht mehr unterscheiden kannst von dem, was du da wahrnimmst, da gibt es dich ja gar nicht mehr als ein individuelles Wesen. Ja, genau. Und dann dieser Glauben, dass dieses kleine Püppchen da, der Trennungspups, dann irgendwas bestimmen könnte oder was verändern könnte. Als ob es irgendjemand jemals gegeben hatte, der irgendwas kontrollieren könnte oder irgendwas in irgendeine Richtung lenken oder irgendwas schöpfen. Ja, ich so einen abgefahrenen Satz gehört, das ist richtig derb so. Das Ganze, das Absolute, die Allmacht, die du bist, der Allmächtige oder die Allmächtige, die du bist, erfährst dich selber als impotenten kleinen Bastard. Als kleines Ich, das nichts machen kann, sondern gemacht ist, gelebt wird, funktioniert, reagiert und dann auch noch glauben darf, dass es einen freien Willen hat oder noch mehr, dass es dann noch was anderes gibt hinter meinem Ich. Da bin ich ja dann der Schöpfer der Wirklichkeit. Ja, aber nicht, weil der Schöpfer kann seine Schöpfung verändern. Weil ist ja schon alles geschöpft. Pam. Oder auch nicht. Keiner weiß es. Keiner weiß es, ob es überhaupt was gibt. Weil der, der was beweisen will, dass es irgendwas gibt, der ist ja selbst noch gar nicht bewiesen worden. Also. Außerdem, was das sein muss, sich selbst nichts beweisen. Immer nur was Zweifelhaftes versucht. Zweifelsfrei sich selbst zu beweisen. Also das Nichtwirkliche will wirklich sein und kämpft um sein Überleben. Ja. Das nimmst du es auf. Ja. Oh. Oh mein Gott. Das Video ist aus, es kam nichts dabei raus. Ja. Viel Spaß beim Improvisieren.